Ja, ich meine, Shyvana. Oh, wir haben schon oft Shyvana gespielt. Kannst du dir gerne ein Wort angucken? Ich habe nicht unbedingt Lust auf den Champ, aber vielleicht. Ja, wir hatten hier ein Shyvana-Game. Vor 2 Stunden, hier vor ein paar Tagen. Hier ein Shyvana-Game, hier ein Shyvana-Game. Yay. Yeah. Wie war ich bitte in dem Game MVP? Das ist ja so Jungle-Biased, OP.GG. Nichts gemacht im gesamten Game, hä? Aber danke, Bro. Danke, Riot. Kann man sich die noch anschauen, die Runden? Ja klar, die sind im Twitch-Wort drin. Da kannst du ja so oder so richtig lange nachgucken, bis zu einem Monat. Und auf YouTube sind auch viele Games, auf Uncut. Aber ja, generell im Twitch-Wort eine Menge. Was spielen wir denn gegen Kindred? Außer die Sinn, die Sinn habe ich sogar selbst gebannt. Eigentlich Kha'Zix gegen Kindred, aber wir haben gerade schon ein Kha'Zix-Game gespielt, was nicht so spannend war. Eigentlich sind ja mal die Assassin-Jungler-No-Brain-Accounter zu Kindred. Jetzt ärgere ich mich gerade sehr, dass ich Lee Sin gebannt habe, so wie ich einfach Lee Sin dagegen spielen. Aber ich habe ihn selbst rausgenockt, den alten Mann mit seinen Fäusten und seinen Füßen und seinen Kicks und seinen Tritts und seinen... Er hat sich Shyvana gewünscht und Shyvana ist keiner physischer Schaden, to a degree. Nicht viel, aber ist okay. Die ist fucking dead. Da ist recht unwahrscheinlich, dass der Ward gesweept wird. Ich will eigentlich ungern countern werden. Das ist nicht so geil. Eigentlich reset einen Ward kaufen, einfach dann Blue Buff starten und eventuell Wrap-Up invaden, aber nicht starten. Eigentlich. Ja, wir hätten safe Blasco nehmen sollen, bewegen sie ihren Flash kriegen. Das wird gleich richtig cringe, dieses... Ich habe kein Flash, das ist so bad. Das ist so bad jetzt. Wir müssen reinlaufen, haben wir jemanden Ward? Oh, gut, dass ich es meinte. Den König. Bam, Junge. Jetzt gehen wir einfach over. Boah, das ist so ein wildes. Aber mein zweiter war König. König gleich. Königlich? Eines Königs gleich? Mein zweiter war wichtig. Sehr wichtig. Das war's tot, der Dude. Danke für die Pinks, Mates. Ist in my face. Spam pinkt. Not bad, though. Ist fein. Komplett in Ordnung. Mein ganzer Jungle-Setup, ne? Alles. Kinder hat nicht ein Bot-Side-Camp. Das heißt, sie kann meine Topside gerne invaden, wenn ich die Krabbe für den Knight bekomme. Einfach eine andere Farme. Kinder sollte einfach ihre Topside machen und mich invaden gehen. Oh! Ist ja so ein greedy Boy. Dass sie überhaupt Bot-Side geht, setzt nichts ab jetzt. Die muss den ganzen Weg Topside laufen. Einfach nichts ab. Das ist ja so insane. Ich meine, das ist auch so greedy, dass er überhaupt Botzeit geht. Er hat so geflippt, dass ich die Krabbe nicht mache. Er hat 50 erst zu 20. Nicht ein Camp Botzeit ab. Du musst den ganzen Weg auf Topside laufen, der Dude. Und eigentlich dann invaden. Er hat Wölfe ab und Gromt, das war's. Und eigentlich muss er invaden. Muss mich beeilen. Weil ich hab keinen Smite, also. Glaubst du, es ist worth für deinen Markt zu sterben, Mate? Maybe ist es sogar kein Dauer. Wer weiß, sie ist eh so fucked. In welcher Welt ist das gut für dich, was du gemacht hast, Mate? Du hast nichts jetzt. Du willst zu mir? Meister Cancel. Oh, richtig schlechte Kombo. Wow. Das war ein bisschen peinlich, alles da. Aber I guess happens. My weaknesses. Ah, es hat noch Sams? Ich bin gerade gegankt. Ich mach einfach Harold. Ich wusste es sogar. Mein Psycho ist der Dude. Well, this shit is not going good. Weil das so ein eindeutiges Game sind, aber wir cringen ja so hart. Er hat einfach 2 Objectives gesolt, die Kindred. Er sonst nichts machen. Das ist einfach Level 400 Drake gemacht. Dann ist noch den Harold. Weil jetzt schon Level 5 oder so. Also ist halt instantly viel besser. Ey, dass die überhaupt das Game spielen darf, ist halt crazy. Aber will Alistair nicht mehr Botlane gehen oder was macht der auf der Map? Wo ist das? Ist der so, auf wen ist er denn so sauer, der Alistair? Der hat mich noch gecancelt, doch? Really? Ich fühle den Frust der Jinx. Ich hab keine Ahnung, ob der Alistair nur, was er tut. Aber er ist einfach Mitte runtergerannt und gestorben. Unterm Turm. I will run you, what the fuck you doing? Er ist gerade legit einfach runtergerannt in Midlane. Warum ist er denn so sauer? Das Game ist doch so free-win. Wir haben halt legit keinen Jungler für... Boah. Aber er sorgt ja dafür, dass sie wieder einen Champion haben. Mehr. Furios.
Kurios, was da passiert. Ich hätte euch auf Kindesfleisch warten sollen, bevor ich ulte da. Alrighty, kriegen den ersten Drake. Ganz unserem Mark. Hoffen, dass er noch nicht gesteilt wurde. Alistair rennt das Mitte einfach legit runter. Hab sich ganz gesmited bekommen. Er rennt einfach mit runter, ne? Warum rennt er das Mitte runter? Ich will aber nicht verlieren. Ich habe heute noch nicht ein Game verloren auf Jungle. Oh, das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber ich hoffe, wir haben vielleicht Kerl. I might have griefed you a bit, mate. I'm sorry. Sorry. Das war natürlich absolut mein Fehler. Ich meine, wir hurried the night, aber ich wollte die eh canceln und die ist nicht defensiv geht, sondern proaktiv. Mein Fehler. Aber Killut hat dann trotzdem Dinge getan. Das ist halt immer nicht gut. 4-1 Midlaner, 4-1 Toplaner der Enemy Team. Hm. Pass auf bitte, das ist Level 11 Camille. Du bist einfach tot jetzt, weil du dein E benutzt hast. Jetzt auch Running it down, oder was? Du darfst halt dein E nicht benutzen in dem Matchup. Nee, ist nichts mit Camille zu tun, sondern dein E benutzt. Jinx kommt noch geflogen. It's a really weird game. Ich bin aber an 11 von 13 Kills beteiligt, also wir machen viel. Das ist sehr hart. Es ist sehr seltsam, dass das Game so schwer ist. Ich fass es nicht. Der hat schon wieder Ult. Bitte irgendjemand. Sei useful. Aber das shit, chat. Like 08 Enemy Jungler. Und mein Team macht es einfach so hart, das Game, hä? Weil die einfach so sauer sind. Ist ja legit ohne Grund das Game hart. Wir müssen zum Drake, Leute. Die macht den Safe, die Kindred on spawn. Alles, worauf sie einen Fick gibt. Aber wir haben halt zwei Leute, die basically nicht spielen wollen. Also da gibt schon Sinn, dass das Spiel hart ist. Aber Drake ist gone, den können wir nicht contesten. Der ist weg. Ich meine, sie hat geflasht. Ich musste ghosten. Ist nicht unglaublich bad, nicht unglaublich worth. Was ist denn los mit unserem Team, Twitch-Chat? Ich bin unser Team. Ich bin der 12-2-Drache. Was macht die da? Wo fightet sie überhaupt? What is she doing, girl? Was? Kann ich das Game verlieren, hä? Andy Jungler ist 0-9. What? Wir wollen einfach nicht gewinnen. Wir können mich einfach legit das Game alleine carryen lassen, aber wir wollen nicht. Wir haben vielleicht andere Interessen im Leben. Einfach tot, Bad, ey. Ja, ich würde es appreciate, wenn meine Teammates noch mit mentalem Willen reconnecten. Ich habe das Gefühl, das ist schon, der Zug ist abgefahren. Die wollen einfach jetzt ihre Wut ausleben und nicht versuchen zu gewinnen. Aber es ist 0-9, hä? Können wir bitte spielen? What? Alistair und Syndra und auch Kale mittlerweile. Das ist eigentlich nur Jinx Teammate. Das ist auch schwach, aber ein Teammate. Wir müssen Seraph. Auf Seraph flashen. Alistair. Nicht auf K gehen. Flashen. Oh, ich habe eine Frucht eingesammelt. Aber. Flash doch auf ihn rauf, Junge. Wir wollen natürlich nicht warten, bis wir frei abzugrasen sind im Nash Pit für Camille und Seraph Ult. Aber er muss einfach nur Flash wie Qun auf Seraph machen. Na, wunderbar. Sehr, sehr schade. Das ist Nash für die Gegner. Und für den 0-10 Kindred Jungler ein großes Objective. Aber der Seraph ist halt ein riesiges Problem. I'm actually Jungle Game verloren. Aber unser Team wollte halt wirklich nicht gewinnen. I mean, da gewinnt man halt auch nicht, ne? Ja! Haben wir wohl verloren, Leute, ne? 0-10 Kindred. I mean, it is what it is. No, ist das Game nicht lost, aber
I mean, ich bin unser Team. Von daher, der Rest kann vielleicht doch AFK gehen. Und ich bin da. Warte, die Seraph Q war hier, by the way. Von der Animation her. Ich kann es nicht fassen, wie wir dieses Spiel abgegeben haben. Aber wir waren einfach zu wütend, um zu spielen. Also das ist wirklich vielleicht mal ein Moment, wo ich ernsthaft jemanden reporte. Also den Alistar. Anstatt ich versuche zu spielen. So, er ist einfach geroamt und Midlane runtergerannt. Ich hab einfach so die Kette mit ihm zu klauen. Auf! Nein, man. Well. Ja! What the fuck, this game? I can't believe it. Aber die Kill war auch so ein Psycho. Das ist so gut gewesen von ihr. Und dann macht sie halt genau das, während ich halt Camps fahren muss, eigentlich um zu carryen. Damit also unser erster Defeat im Jungle. MVP oder Ace, Twitch-Chat? MVP, 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 Ace, MVP, 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 hier auch MVP, MVP. Und wenn wir jetzt für das Shyvana-Game nicht Ace kriegen, dann bin ich mindblown. Aber hat eine Menge Spaß gemacht, der Jungle-Part des Streams. Toplane war wieder verderben, was auch der einzige Toplane-Part, den ich mir erlauben werde. Wir werden jetzt, wie gesagt, bis zum 3. April, glaube ich, für 2 Wochen halt, Toplane nicht anfassen in Solo-Queue. Und ja, das war ein wildes Game, diese Runde.